Ja, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht eins vorweg. Ich bin zwar Jurist, ich arbeite beim BUND, aber nicht als Planungs- oder Beteiligungsexperte, sondern ich mache da seit vielen Jahren Energiepolitik und werde insofern sehr praktische Erfahrungen und Einschätzungen aus einem Verfahren, wo es jetzt tatsächlich um Infrastruktur für Energiewende geht, nämlich das Verfahren, wie kommen wir zu einem jetzt Entwicklungsplan oder dann Bundesbedarfsplan für die Stromnetzplanung. Und das Verfahren läuft jetzt so ungefähr ein Jahr. Insofern ist das vielleicht durchaus auch ein ganz guter Zeitpunkt, um dann mal so einen ersten Zwischenerfahrungen. Pfeil nach rechts. Ja. Nichtsdestotrotz arbeitet der BUND natürlich sehr intensiv zum Thema Bürgerbeteiligung. Wir haben da auch ein 6-Punkte-Programm vorgelegt. Ich habe das draußen auch hingelegt. Ich weiß nicht, ob wir alle genug dabei waren. Da gehen wir auch genau auf diese Fragen ein, die jetzt von den ersten beiden Vortragenden diskutiert wurden. Also wie sieht es tatsächlich in dem konkreten Planungsverfahren vor Ort auch aus? Wie kann man da Verbesserungen jetzt erzielen? 2 Punkte in diesem 6-Punkte-Programm gehen auf das ein, worüber ich jetzt sprechen will, nämlich tatsächlich, wie sieht es aus mit einer Infrastrukturplanung und wo muss ich da anfangen, was muss ich da machen? Das eine ist tatsächlich eine Bürgerbeteiligung von Anfang an, die aus unserer Sicht bedeutet, dass ich bei so einer großen Infrastrukturplanung eben dann nicht erst in dem konkreten Verfahren vor Ort anfange, sondern tatsächlich am Anfang eine transparente Bedarfsermittlung für die Streckenplanung brauche, dass ich eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung in allen Verfahrensschritten brauche, dass ich eine echte Alternativenprüfung brauche. Und deshalb war das für uns als BUND auch wichtig und haben wir im Vorfeld für die Neuregelung der Stromnetzplanung das auch gefordert, dass es hier eine strategische Umweltprüfung auf dieser Ebene bereits gibt. Und natürlich, das ist dann so ein bisschen Eigeninteresse eines Umwelt- und Naturschutzverbandes, dass auch auf dieser Ebene bereits Naturschutz und Gesundheitsschutz berücksichtigt werden. Ganz wichtig ist für uns, wir fordern das nicht deshalb, weil wir glauben, dass so ein Verfahren in erster Linie dazu da sein soll, mehr Akzeptanz zu schaffen. Das soll es auch, wenn es gut funktioniert. Aber es geht eben tatsächlich darum, eine bessere, eine transparentere und eine dem Bürger vermittelbare Planung am Ende zu haben. Und insofern sind die Erfahrungen, die ein BUND mit so einer Planung macht, vielleicht auch nicht unwichtig, weil Felix Mattes hat das heute Morgen in seiner Keynote gesagt, es müssen natürlich auch die, die immer für die Energiewende waren, jetzt sozusagen bereit sein, solche Infrastrukturprojekte zu unterstützen und mitzutragen. Das ist richtig im Kern. Aber das kann natürlich auch nicht so sein, wir schalten das einfach mal um und dann sind wir alle dafür. Und das geht erst recht nicht, wenn ich wie der BUND sozusagen tatsächlich eine breite Basis habe, die sich auch von oben nichts sagen lässt, im Zweifel, sondern die wollen überzeugt werden. Und das kann ich nicht, indem ich einfach sage, ich bin im Zweifel dafür, auch wenn mir viele Details nicht passen, auch wenn ich vieles nicht weiß, sondern die Voraussetzung dafür, dass ich die Leute in der Breite überzeugen kann, ist tatsächlich, dass ich eine nachvollziehbare und eine gute Planung habe. Ein Punkt vielleicht noch vorab, womit wir uns in diesem 6-Punkte-Programm sehr intensiv beschäftigen, ist die Frage Verbesserung bei der Verkehrsinfrastrukturplanung. Und was da auffällt, wenn man sich diesen Teil durchliest, ist, die hätten das eigentlich gerne so, wie es jetzt in der Stromnetzplanung geregelt ist. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt gucken, was gibt es da an Vorschriften, was ist da gut gelaufen, was ist da schlecht gelaufen. Wenn das gut funktioniert, dann kann das tatsächlich ein Vorbild auch für andere, im Prinzip überregional zu planende Infrastrukturvorhaben sein, die mit Energiewende jetzt im Kern gar nichts zu tun haben. Und das führt auch dazu, dass wir, obwohl wir viele Details an dem Verfahren, wie es jetzt ist und wie es konkret gelaufen ist, zu kritisieren haben, im Grundsatz sagen, wir sind davon überzeugt, dass das ein Riesenschritt nach vorne ist, gegenüber dem, was vorher war, und dass wir es tatsächlich lohnenswert finden, zu gucken, wie kann man hier jetzt Sachen verbessern, so dass wir zumindest in Zukunft da dann tatsächlich auch ein Verfahren haben, das von vielen als sinnvoll mitgetragen wird. Warum das für uns so ein großer Fortschritt ist, da muss man nur 1,5 Jahre zurückgehen, zu dem Status, wie
da Stromnetzplanung stattgefunden hat, aus unserer Sicht so, wie man es eben nicht machen soll. In einem aus unserer Sicht völlig intransparenten Verfahren, koordiniert von der DENA, wird ein energiewirtschaftlicher Netzausbaubedarf festgestellt und der ist dann 1:1 in das sogenannte Energieleitungsausbaugesetz reingeschrieben worden, was dazu führt, dass bei den konkreten Planungen vor Ort es de facto keine konkrete Bedarfsüberprüfung mehr gegeben hat. Das heißt, ich habe es im konkreten Verfahren nicht gehabt, ich habe es aber auch nicht übergeordnet gehabt. Sondern das, was da passiert ist, war kein öffentliches Verfahren, war intransparent. Gut, und jetzt über die Rahmenbedingungen und Grundannahmen kann man dann auch noch streiten, aber das kann man wahrscheinlich immer machen. Aber tatsächlich ist hier, das ist von der ganzen Verfahrensart weit von dem weg war. Und wenn man ehrlich ist, für diese Strecken natürlich auch immer noch ist, wie wir uns das wünschen. Und das hat natürlich tatsächlich auch dazu geführt, dass, weil es eben nicht transparent ist, weil es nicht klar war, wofür werden eigentlich die neuen Stromtrassen gebraucht, dass es große Skepsis und Proteste vor Ort auch gibt. Die wird es sicherlich immer geben, weil eine Stromleitung, eine Oberlandleitung wird jemand, der da wohnt, nie gut finden und nie einfach sagen, das nehme ich hin. Aber das sagen alle sozialwissenschaftlichen Studien, die ich dazu kenne, die Akzeptanz steigt, wenn es nachvollziehbar ist, dass die tatsächlich notwendig sind, um die Energiewende und Klimaschutz voranzubringen. Und das haben wir in diesem Verfahren sicherlich nicht den Leuten vermitteln können. So, das ist jetzt das neue Verfahren. Die Übersicht habe ich bei den Kollegen von der DOH geklaut. Will die auch gar nicht im Einzelnen darstellen, aber wir haben jetzt tatsächlich ein Verfahren, wo am Anfang ein Szenariorahmen vorgestellt wird, aber auch konsultiert wird, öffentlich diskutiert wird, wo der daraus folgende Netzausbaubedarf öffentlich diskutiert wird, mit breiten Öffentlichkeitsbeteiligung parallel dazu. Aus unserer Sicht sollte eigentlich dann die strategische Umweltprüfung stattfinden. Und da sind wir im Prinzip jetzt in dem Verfahren, irgendwo hier, dass tatsächlich die Bundesnetzagentur dann den Entwurf, den sie von den Übertragungsnetzbetreibern bekommen hat, und den Entwurf für den Umweltbericht nochmal zur Konsultation stellt, diskutiert und Ähnliches. Und am Ende kriegen wir dann noch ein parlamentarisches Verfahren. Und nach diesem Verfahren haben wir dann im Idealfall ein Ergebnis, was von möglichst vielen mitgetragen wird. Wir haben eindeutig mehr Transparenz in dem Verfahren. Wir haben mehr Beteiligung. Wir haben viele Diskussionen. Wir haben auch theoretisch eine strategische Umweltprüfung. Die ist vorgeschrieben. Das ganze Verfahren fand jetzt unter hohem Zeitdruck statt. Das kann sicherlich vieles erklären. Trotzdem ist es aus unserer Sicht, gerade bei so einem aufwendigen Verfahren, schwierig, dass wir eigentlich an keiner Stelle eine echte Alternativenprüfung gehabt haben. Jeder schiebt das mit zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen so ein bisschen auf den anderen. Das kann jetzt leider nicht im Szenariorahmen diskutiert werden. Und beim Netzentwicklungsplan heißt es, das hätte aber eigentlich im Szenariorahmen, jetzt kann ich nicht mehr, ich bin ja an den gebundenen Szenariorahmen, muss ich mich dran halten. Und bei der strategischen Umweltprüfung war es dann so, ja, das hätte eigentlich in den beiden anderen Verfahren und alles andere können wir leider nicht, weil es viel zu aufwendig ist. Das kann man in jedem Einzelfall auch kritisieren, denke ich. In jedem Fall ist klar, das Gesamtergebnis ist unbefriedigend. Das heißt, wenn ich so ein aufwendiges Verfahren mache, dann muss das auch dazu führen, dass ich nicht nur ganz eng gucke, sondern tatsächlich auch echte, in dem Fall energiewirtschaftliche Alternativen, die auch dazu geeignet sein können und die im Raum stehen, vielleicht nicht alle wissenschaftlich abgeprüft sind, den Ausbaubedarf zu reduzieren. Und solange ich das nicht mache, werde ich auch tatsächlich ein Problem haben, dass sowas breit akzeptiert und getragen wird. Ein anderer Punkt, der auch sehr wichtig ist, dass gerade bei diesem aufwendigen Verfahren, das haben sich viele beteiligt, das ist in dem, was die Übertragungsnetzbetreiber aus ihrem ersten Entwurf Netzentwicklungsplan gemacht haben, mit wie vielen Stellungnahmen waren es, 1500 Stellungnahmen von wissenschaftlichen Instituten, Umweltverbänden, vielen Stakeholdern, Privatleuten, fast keine Änderung gegeben hat. Es hat eine technische Änderung gegeben, das ist heute Morgen ja gesagt worden, dass bestimmte Strecken in eine andere Kategorie geschickt worden sind oder gepackt worden sind. Aber und der Begründungsteil von dem Netzentwicklungsplan ist viel größer und umfangreicher geworden, aber substanziell hat sich fast nichts verändert. Und natürlich kann man sagen, gut, was von den Umweltverbänden gekommen ist, ist eh alles Quatsch, aber ich glaube, es hatte so viele substanzielle Stellungnahmen in diesem Verfahren gegeben, dass das kein vernünftiger Umgang ist.
Um das ein bisschen zu illustrieren, einfach so, was hat der BUND denn im letzten Jahr alles an Stellungnahmen gemacht, um auch zu zeigen, dass das eben aufwendig ist. Wir haben eine Stellungnahme zum Entwurf des Szenariorahmens gemacht, das war im Sommer letzten Jahres. Es hat dann danach noch, jetzt eher unter informeller Beteiligung, Gespräche mit der Bundesnetzagentur, mit dem Wirtschaftsministerium gegeben, wo viele Umweltverbände beteiligt waren, wo es jetzt nicht mehr sozusagen um eine grundlegende Überarbeitung ging, aber ich sage mal um eine Anpassung dessen, was da im Raum stand, an die Ziele der Bundesregierung, wo auch einiges erreicht wurde, aber sicherlich jetzt nicht eins zu eins, auch wenn Herr Roman das gerne öffentlich so sagt, ein Konsens mit den Umweltverbänden erzielt wurde. Dann gab es eine Stellungnahme zum Untersuchungsrahmen der SUP, auch durch die Bundesnetzagentur. Das ist im Prinzip auch informell, weil es nicht gesetzlich vorgeschrieben war, aber natürlich für uns sehr wichtig, gerade weil wir das auch eingefordert haben, dieses Instrument. Stellungnahme zum ersten Entwurf Netzentwicklungsplan, dann jetzt schon wieder der zweite Durchgang, Stellungnahme zum Entwurf des Szenariorahmens 2012, also für den nächsten Durchgang, weil dieser Prozess läuft ja jedes Jahr neu. Und in Arbeit jetzt eben tatsächlich die große Stellungnahme nochmal zu der Konsultation, die jetzt die Bundesnetzagentur durchführt. Das soll nur illustrieren, dass das für uns, aber eben auch für viele andere Stakeholder, auch für Bürgerinitiativen, die sich da beteiligen, ein Riesenaufwand ist. Und dieser Aufwand, der muss aus unserer Sicht einen nachvollziehbaren Ertrag bringen. Ansonsten ist das Verfahren sehr schnell am Ende. Ich hatte schon gesagt, keiner will oder kann eine echte Alternativenprüfung durchführen. Strategische Umweltprüfung aus unserer Sicht, das ist ja alles noch nicht abgeschlossen im Entwurfsstadium, aber sozusagen der Wunsch, den wir tatsächlich, warum wir das gefordert haben, ist tatsächlich, dass vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf die Umwelt, dass nochmal ein Zwang da ist, tatsächlich auch andere Alternativen zu prüfen. Und das ist bisher nicht erfolgt, kein Einfluss der Stellungnahmen. Habe ich gesagt, was grundlegendes Problem ist, was jetzt nicht an der Durchführung liegt, aber was tatsächlich immer wieder auftaucht, ist, dass das ganze neue Verfahren natürlich keinen Einfluss oder fast keinen Einfluss auf die alten Endlagplanungen hat. Und das ist insofern auch bei den öffentlichen Veranstaltungen, die Übertragungsnetzbetreiber machen, aber auch die Veranstaltungen, die Bundesnetzagentur durchgeführt hat, durchführen wird, sind eben viele auch der Bürgerinitiativen da, die von diesen alten Planungen betroffen sind. Und das führt, glaube ich, auch zu einer unguten Gesamtsituation, wenn die merken, da wird jetzt ganz viel Neues und schön geplant und für mich hat das eigentlich gar keine Auswirkung. Und es wäre, glaube ich, durchaus bei dem Aufwand des Verfahrens möglich gewesen, zumindest die alten Planungen, die noch nicht so weit sind, dass wir da in einem konkreten Genehmigungsverfahren stecken, da durchaus die energiewirtschaftliche Notwendigkeit nochmal zu hinterfragen. Wir haben zum Verfahren eine, wir finden es eigentlich gut, aber in einer konkreten Ausführung nicht, also eine klassische, differenzierte, schwer zu vermittelnde BUND-Position. Zur Frage Netzausbau ist das ähnlich, auch wenn das von vielen gerne mal bestritten wird. Ja, wir sind der festen Überzeugung, wir brauchen Netzausbau für die Energiewende als BUND. Aber, so, das große Aber steht aber drüber. Und das muss legitim sein, das auch klar zu sagen. Heute Morgen bei dem ersten Panel hatte man ja schon so den Eindruck, dass eigentlich sind sich alle einig, der Umfang steht mehr oder weniger fest. Hat sich auch in vielen Berechnungen in den letzten Jahren nichts geändert. Mich macht das ja eher skeptisch, ehrlich gesagt, dass wir, egal ob die DENA jetzt mit Atomausstieg oder ohne Atomausstieg rechnet, ob die Übertragungsnetzbetreiber mit viel Kohle oder wenig Kohle, mit viel Erneuerbaren, es kommt immer fast das Gleiche raus. Das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, gebe ich zu, aber ich finde, dieses Argument kann man auch umdrehen. Mich macht das skeptisch. Und ich will ein paar Sachen sagen, warum wir durchaus glauben, dass durch die Alternativenprüfung möglicherweise auch ein ganz anderes Ergebnis zustande kommen kann. Das eine ist ja offenkundig, wenn man sich die großen Nord-Süd-Strecken anguckt, dass wir hier nicht nur vom Umfang, sondern tatsächlich auch von der Art und Weise des geplanten Ausbaus eine Vorfestlegung haben, wie das die Energieversorgung mal aussehen soll. Nämlich tatsächlich, so wie es in der Karte heute Morgen ja auch gezeigt wurde, die Stromproduktion soll zu einem großen Teil in Norddeutschland stattfinden. Gut, und der Verbrauch bleibt da, wo er ist. Das kann sich irgendwann auch mal ändern. Auch in Brunsbüttel gibt es Industriebetriebe, die sich da mal wegen der Atomenergie angesiedelt haben. Aber das Entscheidende aus unserer Sicht ist, die Annahmen, die zur Offshore-Windenergie, zu dem Ausbautempo, zum Ausbauumfang hier angenommen werden, haben mit der Realität nicht mehr so furchtbar viel zu tun. Dagegen gibt es eine völlig neue Dynamik des Ausbaus der Windenergie in Bayern, in Baden-Württemberg,
in Hessen mal gucken, wie das da wirklich so läuft. Aber da tut sich einiges. Aus unserer Sicht ist es mehr als legitim, zu schauen und zu berücksichtigen, wie sieht es denn aus, wenn ich weniger Offshore mache und dafür mehr Windenergie onshore in Süddeutschland. Insgesamt ist aus unserer Sicht zum Beispiel, was die Netzbetreiber vorgeschlagen haben, viel zu viel Kohle im System, mit aus unserer Sicht unrealistischen Annahmen, die da drin stehen. Das ist auf der einen Seite grundsätzlich zu kritisieren, weil es zu viel mehr Netzausbau führt. Dahinter steckt aber auch noch ein grundsätzliches Problem, dass viel in der Kommunikation so getan wird, alles, was hier Netzausbau ist, ist für die Energiewende, ist für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wenn man mit den Leuten spricht, die das Marktmodell für die Übertragungsnetzbetreiber gemacht haben, dann sagen die, an 1 steht der europäische Binnenmarkt. Und das ist eine etwas andere Herangehensweise. Und die führt dann eben auch dazu, dass Kohle 2023 in deren Annahmen nicht irgendeine residuale Funktion hat, sondern dass Braunkohle Strich läuft, und zwar für den Export. Und das ist eine Grundannahme, die wir erstens nicht für realistisch halten, aber selbst wenn sie realistisch sein sollte, eine, die aus unserer Sicht klimapolitisch zu bekämpfen ist. Und die auch dazu führt, dass Akzeptanz aus einer inhaltlichen Problematik heraus vor Ort sehr schwer zu erreichen sein wird. Ansonsten gibt es viele Detailpunkte. Wir sind ja hier im Verfahren und nicht in der inhaltlichen Diskussion, deshalb lasse ich die vielleicht mal weg. Was sollte jetzt passieren? Weil wir haben, das habe ich gesagt, kein Interesse, dass dieses Verfahren gegen die Wand läuft oder dass im nächsten Jahr alle davon überzeugt sind, es bringt eh nichts, sondern wir haben für die Stromnetzplanung, aber auch darüber hinaus ein großes Interesse, es zu einem Erfolg zu machen. Wir glauben, wir müssen schnell dazu kommen, dass es tatsächlich eine Alternativenprüfung gibt. Entweder muss sich da jetzt jemand trauen, vielleicht die Bundesnetzagentur, oder wir müssen dann doch an den Gesetzgeber appellieren, hier was zu ändern, dass wir hier eine Klarstellung haben, wo und wie das zu erfolgen hat. Das Zweite ist, und das ist, kann man jetzt erstmal als Appell an die Übertragungsnetzbetreiber sehen, weil da hatten wir jetzt sicherlich das größte Defizit, Öffentlichkeitsbeteiligung ist keine Show. Es geht nicht darum, dass man da möglichst toll moderierte und in schönen Sälen stattfindende Veranstaltungen macht, sondern es muss was bei rumkommen. Oder es muss zumindest wirklich gut begründet werden, warum nicht. Und das ist die Folge daraus jetzt für das erste Verfahren aus unserer Sicht. Wir sollten gucken, dass wir jetzt in dem, was dann nachher von der Bundesnetzagentur vorgeschlagen wird und vom Parlament beschlossen wird, möglichst wenig Fakten geschaffen werden, die sich hinterher als falsch herausstellen oder die dazu führen, dass das System in Frage gestellt wird. Und deshalb brauchen wir ganz dringend eine klare energiewirtschaftliche Priorisierung der Strecken, dass man sagt, was ist wirklich so dringend, dass wir es jetzt, ich sage mal, auch wenn wir uns vielleicht nicht alle einig sind, ob das jetzt genau aus dem Energiesystem der Zukunft abgeleitet ist, was wir wollen, was ist so dringend, dass wir es unbedingt schnell angehen müssen. Und die aus unserer Sicht sollten auch nur in den Bundesbedarfsplan übernommen werden und dann auch tatsächlich beschlossen werden. Und wir sollten dann wirklich versuchen, das Verfahren zu optimieren. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das, was sich jetzt für den zweiten Durchgang schon ankündigt, dass der Zeitdruck noch größer ist. Ob das wirklich dazu angetan ist, hier die Verbesserungen dann wirklich dann zu erreichen. Insofern, aber das muss man vielleicht tatsächlich sich dann mit einer gewissen Zeit nochmal überlegen, ob dieser jährliche Turnus wirklich so sinnvoll ist oder ob der nicht eher zu einer Überforderung von allen Beteiligten führt. Aber da haben wir auch noch keine klare Position dazu. Ja, so viel dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.